12. Juni 2018, 17.52 Uhr, Rix, t-online.de. Das ist ihr neuer Freund, Sylvie Mais und Manuel Campos Galal. Quelle, nasserbertzahneabakarpress.com. Ja, Sylvie Mais ist wohl wieder verliebt. Bei dem Finale der French Open in Paris hat die Moderatorin auch gleich alle an ihrem neuen Liebesglück teilhaben lassen. Nach der gescheiterten Ehe mit Raphael van der Vaart, der geplatzten Verlobung mit Chabelle Hutt und einer kurzen Liaison mit Sander Kleverick schwebt Sylvie Mais wieder im siebten Himmel. Die niederländische Moderatorin hat sich einen spanischen Unternehmer geangelt. Den präsentierte Miss Mais jetzt stolz beim Finale der French Open in Paris. Sylvies Liebesshow in Paris, während Rafael Nadal auf dem Platz gegen den Österreicher Dominic Thiem siegte, turtelte Sylvie Mais auf der Tribüne mit ihrem neuen Lover. Die 40-Jährige zeigte sich Hals über Kopf verliebt und total vernarrt in ihre Begleitung. Doch wer ist der Mann, der die niederländische Moderatorin so strahlen lässt? Bei dem Mann mit der Kappe handelt es sich um Manuel Campos Galar, einen 42 Jahre alten Geschäftsmann aus Spanien. Niederländischen Medien zufolge besitzt Manuel Campos Galar eine private Investmentfirma, zudem soll er Inhaber eines Restaurants auf Ibiza sein. Verwendete Quellen. Das ist die neue Liebe von Sylvie Mais, telegraph.nl.